Grüßt euch, liebe FCH-Fans, und herzlich willkommen zum nächsten Spieltagsupdate. Dieses Mal vor einem Heimspiel gegen Mainz 05. Und das letzte Spiel, muss man sagen, das war ja richtig erfolgreich. In Darmstadt ein wichtiger Dreier durch ein Last-Minute-Tor von Nikola Dovedan. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Aber man muss sagen, die Euphorie bei uns hier in Heidenheim, die ist weiterhin ungebrochen. Und das hat man auch unter der Woche beim Training gesehen. Die Bilder wirklich sehr beeindruckend. Jetzt aber zurück zum Siegtorschützen aus Darmstadt, Nikola Dovedan. Ja, ich denke, dass ich jetzt gut angekommen bin. Hat halt ein bisschen seine Zeit gedauert mit der Wohnung erst Mitte Oktober. Und ja, jetzt, in der Rückrunde läuft es gut für mich. Ich habe auch Spiele von Anfang an gemacht. Jetzt kommen noch meine Scorer und eigentlich habe ich mir so von Anfang an vorgestellt. Aber ja, ist halt so, wie es ist und ich mache das Beste draus. Jetzt läuft es halt echt gut und ich hoffe, dass ich die drei Spiele jetzt noch gut mitnehme und ja, einen schönen Abschluss habe. Für mich war es ein gutes Gefühl. Ich hatte in Heidenheim nur positive Erinnerungen. Ich bin zu einem gestandenen Zweitligaspieler geworden, habe viele Scorer gesammelt in meinem letzten Jahr beim FCH. Und ja, für mich hat es immer gut angefühlt, weil ich auch gut mit dem Trainer klargekommen bin, mit dem Holle. Und ja, war für mich sehr schön zurückzukommen. Natürlich dann meine Leistungen so am Anfang waren okay, in Mitte der Hinrunde eher so schwächer. Und da hatte ich so ein bisschen ein schlechteres Gefühl, aber ja, ab der Winterpause in Spanien hat alles gut geklappt und jetzt passt es. Damals dachte ich, dass es der richtige Schritt ist Richtung Bundesliga. Jetzt nach der Zeit, als ich herausstellte, ich hätte beim FCH bleiben können, in meiner Base, hätte auch meine Spiele gemacht, hätte wahrscheinlich mich wohler gefühlt wie beim FCN, wie es da gelaufen ist. Und ja, jetzt, es war eine coole Erfahrung. Also rein privat war es für mich in Nürnberg sehr schön, aber sportlich eher nicht so, eher durchwachsen. Und umso glücklicher bin ich dann, dass der FCH mir die Chance gegeben hat, trotzdem noch zu beweisen, dass ich Bundesliga spielen kann. Ja, irgendwie hat dann alles so zusammengepasst. Mit dem FCH meine ersten Spiele in der zweiten Liga gehabt, jetzt auch in der Bundesliga. Also mit dem FCH verbindet mich sehr viel. Und ja, ich werde in meiner Karriere immer sehr gerne die Zeit beim FCH, in meiner ersten Zeit sowie in der zweiten Zeit, zurückblicken. Und ich freue mich einfach, dass ja, Kapitel Bundesliga ich dabei war, jetzt im ersten Jahr. Ja klar, ich meine, Klassenerhalt ist so gut wie sicher, also eigentlich fast sicher. Und Bundesliga beim Verein, wo man sich sehr wohl fühlt, ist immer was Cooles. Und auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, noch länger hier zu bleiben. Für Nikola Dovedan läuft es also im Moment richtig gut und auch für unsere Mannschaft soll es sportlich gut weitergehen. Der nächste Gegner ist aber kein einfacher. Mit Mainz 05 kommt eine Mannschaft auf den Schlossberg, für die es noch um alles geht. Sie sind noch mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Umso schwieriger wird es natürlich für die Mannschaft von Frank Schmidt. Im Hinspiel hat das auch dank eines Tors von Marvin Pieringer richtig gut funktioniert. Damals haben wir mit 1:0 in Mainz gewonnen. Wie das jetzt auch auf dem Schlossberg funktioniert, soll, das hat euch der Torschütze aus der Hinrunde, Marvin Pieringer, zu erzählen. Ich glaube, es war auch unser erster Auswärtssieg, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, würde aber trotzdem sagen, eins unserer schlechtesten Spiele diese Saison. Also, ich glaube, verdient war es nicht, dass wir da die drei Punkte mitgenommen haben, aber ja, spricht am Ende auch niemand mehr drüber. Und ja, Mainz hatte extrem viele Chancen. Wir haben hinten viel zugelassen und nach vorne ging auch nicht so viel. Aber ja, dann am Ende trotzdem die drei Punkte mitgenommen und unseren ersten Auswärtsdreier, was uns natürlich dann auch einen riesen Aufschwung gegeben hat in der Saison, in der Phase. Und von daher habe ich positive Erinnerungen daran zurück. Ja, es ist eine absolut neue Situation. Ich meine, Mainz steckt absolut im Abstiegskampf drin noch. Und ja, die werden fighten bis zum Umfallen. Und da geht es dran, dagegen zu halten und jetzt in den nächsten Tagen noch bis zum Spiel hin den Matchplan auszuarbeiten, in den nächsten Trainingseinheiten und im Video dann, ja, dann uns gut darauf vorzubereiten. Aber ich glaube, das Hinspiel spielt jetzt nicht die allzu große Rolle in dem Fall. Also ich denke, das hätte jeder von uns vor der Saison so unterschrieben zu dem Zeitpunkt. Und ja, der Klassenerhalt ist quasi sicher, auch wenn es rechnerisch vielleicht noch möglich wäre. Aber ja, ich glaube, wir können einfach befreit aufspielen, was aber nicht heißt, dass wir irgendwas herschenken werden.
werden genauso fokussiert und mit Vollgas in die nächsten Spiele gehen, genauso jetzt gegen Mainz, und da versuchen, weiterhin die Punkte zu holen. Ja, ich glaube, das steht bei keinem irgendwie zur Debatte, dass man jetzt irgendwie ein paar Gänge zurückschaltet. Also ich glaube, wir sind alle so professionell, dass wir da weiterhin Vollgas geben und ja, nichts herschenken in den nächsten Spielen. Ich denke, wir können eine gute Saison zu einer sehr guten machen jetzt in den nächsten Spielen, indem wir noch Punkte sammeln und dann ja, am Ende hoffentlich mit noch einigen Zählern mehr wie jetzt auf dem Konto dastehen. Ich kann mich jetzt an keine Partie erinnern, die irgendwie nicht anstrengend war. Ich denke, wir müssen in jedem Spiel 100% geben, 120%, um irgendwie dagegen zu halten. Und das haben wir die letzten Spiele gezeigt, das haben wir die ganze Saison über gezeigt und das werden wir jetzt auch noch weiterhin zeigen. Also für uns gibt es nur Vollgas am Wochenende und versuchen, die 3 Punkte hier zu behalten. Da kommt also ein hartes Stück Arbeit auf unsere Mannschaft zu. Aber es wird nicht nur sportlich gesehen eine interessante Partie. Die Mainzer tatsächlich auch zum allerersten Mal zu Gast bei uns in der Voigt Arena. Und ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, für die Mainzer eine richtig wichtige Partie. Aber man muss sagen, es läuft besser bei ihnen, seitdem Bo Henriksen das Traineramt übernommen hat. Seitdem sind sie in der Tabelle auf Rang 7. Wäre früher gekommen. Wer weiß, ob die Mainzer überhaupt so tief im Abstiegskampf stecken würden. Jetzt aber erstmal ein genauerer Blick auf den Verein, auf unseren kommenden Gegner Mainz 05. Es brennt wieder Licht im Keller. Seitdem Bo Henriksen bei den 05ern übernommen hat, ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt zurückgekehrt. Auch dank wichtiger Siege im Abstiegskampf. Und ich sehe bei Tans! In the relegation fight, make no mistake about this, Mainz have momentum. Der 49-jährige Däne. Er scheint das Ruder in Rheinhessen rumgerissen zu haben. Der erste emotionsgeladene Trainer am Rhein ist er aber nicht. Jürgen Klopp und Thomas Tuchel starteten ihre Karriere in der Landeshauptstadt, in der auch 2000 Jahre nach ihrer Gründung noch über 200.000 Menschen ihr Zuhause finden. Diese sind übrigens eine lange Zeit ins Bruchwegstadion gegangen, um guten Fußball zu sehen. Erstmals dann übrigens auch Bundesliga-Fußball im Jahr 2004. Seither schreibt der Mainzer Fußball seine eigenen Geschichten. Eine davon die Bruchweg-Boys. Schürrle, Holtby und Scholloy mischten die Bundesliga im Jahr 2010 auf. Seither Mainz ein Verein, der sich treu geblieben ist, aber auch immer wieder neu erfindet, um am Ende der Saison dann den Klassenerhalt feiern zu können. Ihr seht also, gegen Mainz 05 erwartet unsere Mannschaft wieder ein hartes Stück Arbeit hier auf dem Schlossberg in der Voigt Arena. Es gilt, den Klassenerhalt final einzutüten und auch das Rahmenprogramm am Sonntag. Das stimmt, so sind unter anderem Wolf Fuß und Frank Buschmann von der Sky Glanzparade zu Gast und unsere A-Jugend Württemberg-Meister aus dem Jahr 1964. Das seht ihr dann alles bei uns in der Stadionshow. Früh kommen lohnt sich dieses Mal also allemal. Solltet ihr Karten haben, feuert unsere Mannschaft an. So wie jedes Mal, solltet ihr leider keine bekommen haben. Der Hinweis aufs Fanradio wie immer und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann im nächsten Spieltagsupdate.